Für mich ging es am 14. Februar mit einem Übernachtflug von Frankfurt über Johannesburg nach Windhoek, Namibia. Nachdem ich in Windhoek gelandet bin, hat mich Hanyu, der Besitzer der Lodge, in der ich jetzt für die nächsten 4 Wochen arbeiten werde, abgeholt. Über sandige und steinige Pisten ging es zur Karibu Lodge. Hanyu hat Anfang 2020 seinem Vater die Lodge abgekauft. Und dann kam Corona. Seitdem hat er angefangen, mehr und mehr zu renovieren. Seit ein paar Monaten kommen die Locals hier wieder vorbei, um am Wochenende hier ihre Zeit zu genießen. So, ich zeige euch jetzt mein erstes Projekt, was ich eigenständig hier durchführen darf. Ich glaube, es wird entspannt, es gibt einiges zu tun. Ja, wie man sieht, das soll hier die Werkstatt sein. Und ich darf mir selber überlegen, wie ich diese Werkstatt einrichten möchte und ein bisschen ordentlicher machen möchte. Ich habe mir schon vorgestellt, dass da eine Werkbank hinkommt. Dazu werde ich wahrscheinlich hier dieses schöne Brett ein bisschen zerschneiden und da anpassen. Ja. Mal schauen, wie das so wird. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen durcheinander. Hier sind wir auf dem Weg zum Garten,
der ungefähr 5 Kilometer weit von der Lodge höher in den Bergen gelegen ist. Auf dem Weg dorthin sind uns einige interessante Tiere über den Weg gelaufen. So, hier hinten im Lager sieht es leider immer noch sehr unordentlich aus, aber ich habe jetzt gestern und vorgestern hier diese coole Werkbank gebaut. Die ist auch schon ordentlich in Benutzung. Und heute werde ich hier 4 Regale anbringen. Ich habe gestern schon die Holzplatten dafür zugeschnitten und es an der Wand angezeichnet. So, das ging erstaunlich flott. Die Winkel sind dran und jetzt kommen die Bretter drauf. Zack, fertig, ist das egal. Eines Abends hatten wir Besuch von einer Giraffenfamilie, die sich wirklich sehr nah an die Lodge herangetraut hat.